Das Jinshin-Jutsu hat 26 sogenannte Sicherheitsenergieschlösser. Jedes der Sitz einer bestimmten Bedeutung, die für unsere Lebensentfaltung und Entwicklung ganz wesentlich ist. Ganz Wesentliches leistet und ganz Wesentliches bedeutet. Warum sollte man sich ein Wochenende lang mit drei von diesen 26 beschäftigen? Die 13 hier auf der Brustebene, die 14 unterm Rippenbogen und die 15 in der Leiste sind, wie der Titel sagt, darüber hinaus, dass sie drei Energieschlösser sind, auch drei Ebenen. Sie repräsentieren immer das, was jenseits der Worte ist, das, was im und an Menschen sich ausdehnt in Welt und umschaut in Welt, das, was Appetit entwickelt und Lust auf. Alles Greifen nach etwas, alles Sinnliche sich ausdehnen in etwas, ist Arbeit dieser Ebene. Alles, was wach macht und lebendig. Und so ist 13 immer die Wurzel. Die Wurzel meines Wachstums, die Wurzel meiner Entwicklung und wird in Disharmonie die Wurzel meines Rückzugs auf mich selbst. 14 hat immer damit zu tun, wie wird das, wonach mein Appetit, mein Herzensfeuer sich ausgestreckt hat, verdaut, verarbeitet, ausdifferenziert und so umgestaltet, dass es mich nähren, dass ich mich daraus bauen kann. 15, das ist immer die Ebene des Landens. In was bin ich und in welcher Weise angekommen am Ende dieses Prozesses? Wie lande ich? Wie sehr bin ich in diesem Tun, in diesem Augenblick gelandet, angekommen, verankert und geerdet? Wie sehr in diesem Wort, das ich jetzt spreche, wie sehr in dieser Berührung? So schließen 13, 14 und 15 einen sehr umfassenden Blick auf Leben und Lebensgestaltung allgemein. Der 13-Aspekt, der 14-Aspekt und der 15-Aspekt, also der Visionsaspekt, der drüber Nachdenk- und das Integrieraspekt und der reine Verkörperungsaspekt einer jeden Lebenstätigkeit, das alles rückt in zwei Tagen, in denen es nur darum geht, sehr intensiv, nicht nur in den Blick, sondern auch in die Erfahrung.